Pizza mit der Riesenpizza und ich schicke dir nach Haus. Ist mit Salami drauf oder mit Marihuana aus Ghana jetzt? Ultra Talent, Revi und Sturm, Waffel schön auf dem Teer. Ultra Talent, ihr könnt mitmachen, selbst wenn ihr Taschentücher frisst. Was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ultratalent mit dabei der liebe Sturmwaffel. Hallo. Hi. Da kam gerade irgendwas hoch. Aua. Die 17. Da kam gerade irgendwie die 17, hättest du gerne? Ja. Ja? Okay, dann fangen wir direkt an mit einem Pokémon-Kampf. Alles klar, Freunde. Oh Gott, so, Alter. Hallo. 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 Na, was kannst du denn Feines? Erstmal möchte ich wissen, wer von euch der größte Pokémon-Fan ist. Ich. Ja, wer jetzt? Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Ja. Hast du nicht gerechnet. Nö, dann ist vorbei jetzt. Tschüss, dann war schön. Nehme ich Sturmwaffel. Nein. So, okay. Sturmwaffel, heute ist dein großer Tag. Ich fordere dich heraus zu einem Pokémon-Kampf. Los, Pikachu, du bist dran. Okay. Nee, Sturmwaffel ruft nur Fenster. Los, stimmt Pikachu, gar nicht. Sonderblitz. Das stimmt einfach überhaupt nicht. Knuffenser setzt Rasierblatt ein. Das ist nicht sehr effektiv. Pikachu, Eisenschweif. Knuffenser setzt Rankenhieb ein. Pikachu wurde besiegt. Okay, Glurak, dann bist du nun an der Reihe. Glurak, Flammenwurf. Knuffenser wurde besiegt. Sturmwaffel fällt in Ohnmacht. Was? Ja, hast leider verloren. Tut mir leid. Schon scheiße. Was? Ja, ich kann leider nicht reagieren. Ich bin gerade in Ohnmacht gefallen. Tut mir leid. Du bist noch nicht so gut. Ist okay, Digga. Dankeschön. Levi hat wahrscheinlich auch verloren. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, wen denn? Thomas? Marvin und Aneska. Okay, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Was? Der hat mich einfach im Pokémon-Kampf besiegt. Obwohl du gar nicht kämpfen wolltest. Echt? Ich hab auch nicht fucking. Ich wollte doch nicht Glufenza einsetzen. Hast du ich bin aber doch kein jetzt. Arschloch, Alter. Nein, du hast dieser Glufenza eingesetzt. So, dann holen wir jetzt erstmal. Du magst ja die Bayern immer, ne? Ich liebe die Bayern. Jetzt hier einer, der Flöte spielt. Pass auf. Hallo? Hallo? Oh, hier ist da. Oh, Scheiße. Hi. Hi. Was? Moment kurz, ich habe ein Mikrofon jetzt drin und Mikrofon hier Nicht witzig. Nicht witzig. Okay, Entschuldigung, ey. Passt schon wieder. Mhm. Ja. Ja, mach. Leg los. Ja, ich auch nicht. Das ist nicht witzig. Was? Hallo? Hi! War es das? Mal nochmal? Ganz groß! Tschüss! Ich versteh's nicht! Ich hol mal, dass es hier mal ein hoch, der Alarm schlägt, okay? Ja. Lason? Lason? Hallo? Lason? Scheinbar. Alarm, Lason, Alarm. Nicht. Dann halt nicht. Okay, dann die traurigste Geschichte für immer. Hallo, was hast du denn für eine Geschichte zu erzählen? Erzähl mal. Was ist denn mit den Leuten eigentlich heute los? Hallo? Hallo. Ja? Hast du eine traurige Geschichte zu erzählen? Ja. Okay, erzähl mal. Okay, wartet. Aber vielleicht ist die Musik nicht so gut dazu, also vielleicht... Egal, mach ruhig. Es gab ein junges Pärchen, Tim und Lisa. Sie waren schon 2 ganze Jahre zusammen. Aber Lisa war in der Zeit immer abweisender geworden. Sie hatten sich schon 2 Wochen nicht mehr gesehen. Dabei hatten sie bei ihrem letzten Treffen doch so viel Spaß. Tim machte sich ganz viele Gedanken, wieso. Er dachte, er würde ihr seine Liebe nicht stark genug zeigen. Dabei war Lisa doch die einzige Person auf Erden dieser großen, weiten Welt, die ihn noch hier hielt. Mhm. Er schenkte ihr Wunder. Nein, es langweilt mich. Ich meine. Ja. Ich kann ihn nicht runtermoven. Gut, dann bleibt er da oben. Alles klar, okay. Machen wir einfach mal weiter mit jemandem, der erotische Rezepte vorliest. So, hallo. Oh, hallo. Gott. Hallo. Du bist ganz schön motiviert, oder? Ja. Ja. Ich hab grad schon eingesprochen. Ja, dann mach mal. Ja.
Okay, also ich lese das Rezept für Creme Brûlée erotisch vor. Mhm. Okay, also die Zutaten sind 250 Milliliter Sahne, 250 Milliliter Milch, 120 Gramm Zucker und eine Vanilleschote. Bei Eier. Die gibt es so erkältet, also. Zucker zum Karamellisieren. Die Arbeitszeit beträgt circa 20 Minuten. Ich hatte einfach richtig Angst, dass er immer. Der Schwierigkeitsgrad ist normal. Ja, ich habe ja Angst, dass er so eine schwere Erkältung hat. Die Schote von der Vanillestange aufkochen. Alles ja. Klar. Eier, ja, okay. Cremig okay. Aufschlagen. Okay, tschüss, ne? Das heiße Sahne. Alles ja, klar. Was? Ja, was? Ey, was war das denn? Schrei doch mal aus dem Fenster. Ja, okay. Ja, da schauen die Opfer. Okay, ja. Tschüss, ne? Darf ich jemanden grüßen? Ja, aber nur wenn das aber, Fenster aber grüße aus dem Fenster. Was war das für ein Schwanz? Weg war er. So, machen die beiden doch mal hier den Ultratalent-Song von Team Helene. Oh, okay. Hallöchen. Hallo. Wir wollten fragen, könnt ihr noch unser anderes Mitglied holen? Wen denn? Wir haben eigentlich 9 Mitglieder. Wie 9? 9? 9 Stück, ja. Wir haben das heute Morgen alles performt. Geprobt und alles. Ganz unten Milchgesicht. What? Milchgesicht? Ja. Der ist, warte, im Channel, warte. Ach so, Carbonix erstmal, der ist über dem. Untertitelbewerber 1, Carbonix. Moment, ich hole ihn erstmal. So, dann Carbonix, wie ist der? Ja. Wo ist der? Carbonix. Wo ist der Carbonix? Auch in Untertitelbewerber 1. Okay, ja, wie wird denn der geschrieben? Mit C. Mit C. Carbonix. X. E-X. Oh, ich muss erstmal suchen, Freunde. Ich würde sagen, wir suchen mal ganz alle Leute zusammen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Freunde, das Team Helene hat irgendwie ganz zusammengefunden, weil 9 Leute in Chor zu gründen. Ist auf jeden Fall schwierig, aber wir haben noch eine Huan Kang Garagenband. Ihr habt alle Bock, oder? Ja. Okay. Ja. Wollt ihr mal vortragen, was ihr könnt? Ja, bitte. Okay. Sollen wir anfangen? Ja, ja, bitte. Cool. Warum? Dankeschön, ne? Tschüss! Dies ist die Mailbox von Maurice! Ja, tschüss! Was ist hier gerade passiert? Mal den aktuellen Markt wieder zu mit einzubeziehen. Wir nennen das hier Future Shit, Leute. Genau. So, Ukulele Kikapo? Ja, Kikapo. Hallo. Hallo. Sturmwaffe? Ja. Hallo. Ja, also das so. Ja, dann mach. Okay. Longest fucking time ago, we town called Kickapoo. All of the humble family, well, it just so too. When he there was a black sheep and he knew just what to do. His name was the NJP and he refused to stabilize. Abusing the CC is fucking rocking all time. He wore the testy jam and all the planets died the line. On the Dragon Balls replacing and I stepped it in his cave. Dankeschön. They slide it as a fuck. Achso, ja, bitteschön. Tschüss, ne? Tschüss. Ich bin wieder mal verwirrt, aber. Ja. Wie wär's denn mit einem Pizza-Rap? Dicker Pizza-Rap. Oh, Pizza-Rap. Okay, kannst du? Hallo. Okay, mach. Also, ich bin mit meinem Freund hier. Ja, ist ja schön. Hört ihr ihn? Ja. Nee. Okay. Jetzt. Er ist per Skype hier. Ja. Ich bin der Pizza-Flitzer mit der Riesenpizza und ich komm zu dir nach Haus, schmier Pizza auf den Boden, nehme dabei Drogen und werfe Geld nach oben. Ich bin so rich wie Quotenkaddel, aber scheiß drauf, ich rappe wie Taddel. Bin der Pizza-Flitzer mit der Riesenpizza und ich komm zu dir nach Haus. Ich mit Salami drauf, oder mit Marihuana aus Ghana jetzt an dich käme. Was ich kann, also lass mich in Ruhe, denn du willst nicht wissen, was ich sonst mit dir tue. Alles klar. Wir sind die Pizza. Ja, danke. Und wir wollen auch.
jemanden grüßen? Ja, Thomas, oder? Dürfen wir das hier süßen? Okay. Ja. Ja, okay. Ich will einmal Christoph grüßen und André und Thomas. Und? Ich grüße Kevin, Christian und Tobi und okay. Auch Thomas. Alles klar, danke, ciao. Ja, ja, wir sind 12-jährige Kiddies, ciao. Ja, Grüße gehen hier raus an Kevin. Kevin, bester Mann. So, dann würde ich mal sagen, hier haben wir noch jemand mit einer Löwenkind-Rezension. Ben Lexer mit einer Löwenkind-Rezension. Okay. Hallo? Okay. Hallo? Ja? Okay. Ja, ich kann die Rezension von Löwenkind lesen mit Ben Lexer imitat. So. Mach mal. Okay. Okay. Eine Mischung aus Kindergartengetraller und Abwasserkanal. Als ich die ersten Lieder aus diesem brandneuen Album des sonst nur für Kinderlieder bekannten Hauptschulrappers Lyant hörte, war mir sofort klar, der sympathische kleine Dicke begeistert die Massen einmal mehr. Durch seinen denselben talentlosen Stil, durch den auch andere Künstler wie Ape Crime und die Lochers okay, bekannt tschüss. Wurden. Da, tschüss! Scheinbar. Okay. Heute sind echt merkwürdige Leute dabei, Alter. Das ist, war gut, danke, tschö. Tschüss. Nein! So, gut. Bester Mann, würde ich sagen. Dann haben wir hier noch jemanden, der einen Heiratsantrag im Fahrstuhl machen kann. Hallo? Hallo? Ja, mach mal. Also, wir kennen uns jetzt nicht lange. Hörst du die Fahrstuhlmusik, Smurf? Ja, ich wollte gerade sagen. Ich muss dir das wirklich sagen, Sturmwaffel. Warum immer ich? Warum nicht Revi? Magst du mich nicht? Also, ich kann auch wieder gehen. Du wirkst so unvorbereitet, was willst du mir denn sagen? Ich wollte dich fragen, ob du der Teig zu meinem Waffeleisen sein willst. Und ob du mit mir vielleicht meine Waffel essen willst. Also, ich nicht, bin ein bisschen überfordert ja, jetzt. Ja, dann, hey, ich wollte zögerlich sein, das macht einen attraktiver. Red doch mal mit Gollum. Gollum? Hallo. Hallo, Gollum. Gollum? Ich bin Gollum. Ja. Dein Schatz ist weg. Wo ist dein was? Dein Schatz. Wo ist der? Ich glaube, ein Hobbit hat ihn geklaut. Ja, aber Gollum, wo ist der Schatz? Keine Ahnung. Holst du ihn wieder? Wann holst du ihn wieder? Revi hat deinen Schatz geklaut. Revi hat den. Ja? Was machst du jetzt? Ach so. Tschüss, ne? Man versteht überhaupt gar nichts, Mann. Man hat nichts verstanden. Der hat einfach irgendwas im Mund gehabt. Ach. Einfach erstickt, der Junge. So, hier nochmal ein Ultratalent-Song. Hallo, Olli. Oh yeah, okay. Hallo. 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 Ja, ich habe einen Ultratalent-Song geschrieben und ja, ich fange einfach mal an. Ne? Ja, gönn dir. Talent, hoffentlich Talent, hoffentlich Talent. 19 Uhr abends, Stage Time again. Ab auf Revis TS. Jo, das darf man nicht verpennen. Die Kandidaten sind alle mal sowas von drauf. Du willst dafür Beweise? Na dann, pass mal auf. Ultratalent, Revi und Sturmwaffel chillen auf dem PS. Ultratalent, ihr könnt mitmachen, selbst wenn ihr Taschentücher frisst. Ultratalent, Revi und Sturmwaffel chillen auf dem TS. Ultratalent, ihr könnt mitmachen, selbst wenn ihr Taschentücher frisst. Einer hat Blockflöte als Leistungskurs belegt. Das Ergebnis ist verstörend, der Magen das einzige, was sich regt. Die eine ist auf Nasenspray, er leidet den Tod durchs Pumpen. Ben Lexus und Gollums lassen sich auch nicht lumpen. Ultratalent,
Revi und Sturmwaffel chillen auf dem Teer. Ey, das ist echt super, super cool. Vielen Dank. Hallo? Ihr Hallo? Mitmachen selbst. Bitte? Das ist sehr, sehr cool. Vielen Dank. Mega cool. Ist echt cool. Ja, danke schön. Kann es sein, dass du den sogar hochgeladen hast irgendwo? Ja, du hattest auch drunter kommentiert, genau. Ja, Leute, da guckt mal in die Beschreibung, da könnt ihr den ganzen Song da mal hören. Alles klar, vielen Dank. Ja, cool. Mach's gut, Olli, bis später, danke, ciao. Yep, ciao. Das ist echt cool, oder? Ich finde das gut. Möchtest du jetzt noch jemanden hören, der das A-Team googelt, oder? Ja. Wenn ich mitmachen darf. Nico? Ah, guten Abend. Hallo, bist du geil drauf? Ja, ein bisschen. Okay, mach mal. Ein bisschen geil drauf. Nicht viel. Komm drauf an. Okay, mach. Ja, ich fange mal an, ne? Okay. Breathing in the snow, like. Run, blaze, and again to pay one more mile. Blaze, man. Blaze, and as a team, but Nico? Nico? Ja? Danke. Moment. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, ich würde gerne den Moritz grüßen. Alles klar. Tschüss, ne? Vielen Dank. Ciao. Ja. Das war hart. Oh Gott, ey. Was geht mit unserer Band jetzt eigentlich? Ja, sollen wir die noch runterholen? Ja, lass uns. Holen wir noch Team Helene runter. So, seid ihr alle da? Ja, hallo. Hallo? Habt ihr Bock? Ja, der ist immer noch nicht da. Aber wir, ja, der eine ist weg. Trotzdem. Egal, der macht einfach, macht's einfach so. Komm, ihr kriegt das auch so hin, okay? Ihr kriegt das hin. Los. Okay. Okay. Seid ihr alle bereit? Ja, ich weiß noch nicht, was ich meine. Ich darf einzählen? Ja, ist das hier laut. Mit Musik? Ja. Nein, ohne. Ohne. Oh, nicht hier. Ohne, wir schaffen das ohne. Ich schaff das ohne. Okay? 1, 2, 3. Nein! Es war schlimm für meine Ohren. Ich grüße den MGBS. Hallo Thomas. Okay, der Schlagzeuger? Ja. Du machst einfach im Hintergrund noch einen kleinen Beat, okay? Und ich sag tschüss. Okay. Tschüss. Tschüss.